Grüß euch Leute und herzlich willkommen zurück zu Journey. Wir sind hier hoch motiviert, diesen Wüstenfischen oder so, wie ich weiß nicht mehr, wie es sich genannt habe, beim Ausbrechen zu helfen. Und da oben ist Levelende. Ja. Das ist doch. Da ist wieder so ein weißes Teil. Ja. Tada! Licht ist der Tada! Einer fällt dann noch. Sehr gut, und wieder in den Kreis. Und wieder eine kleine Geschichtestunde. So fängt mein Vogel doch gern an. Das können wir gleich nutzen wieder, oder? Levelende. Warum? 31. Ne, ich habe ja gerade schon. Ach, es ist einfach nur. Du musst alles zum Leuchten bringen. Weiß ja. Nicht, ob du nicht jetzt einen Fehler gemacht hast. Naja. Indem du das nicht beleuchtet hast. Es sind so Türme mit Energie, so kleine. Wir waren gerade bei den Großen und jetzt scheinen kleine Energietürme zu kommen. Ja, aber du hast den Großen nicht angezündet, du hast ihn nicht befreit. Ja, aber in der Geschichte leuchtet er. Also. Ja. Naja, das ist auch eine Skriptsequenz. Also. Auf jeden Fall, diese drei Kreaturen stehen da oben irgendwie so im Wind oder so, wie ich das... Ja, oh ja. Ja, wir haben sie befreit, indem wir das Level abgeschlossen haben. Alter, sind das viele! Und die fliegen jetzt alle vom Berg zu, oder was? Sind jetzt alle unsere Reisekumpanen. Und der eine wartet sogar auf uns. Wie süß! Ja, red mit ihm. Ja, ich bin nicht so schnell. Sprechen. Also kannst du jetzt nicht mehr, das ist schon Sequenz. Ja. Ach, wunderschön einfach nur. Ich bin ja der Meinung, dass... Alter, das schaut schön aus einfach nur. Also wenn ihr nicht... Also ich glaube, dass du auf die fliegen kannst. Wenn du immer sprichst, kannst du fliegen. Und bevor es zu Ende ist, musst du mit dem Nächsten reden. Der landet dir wieder rauf. Du bist voll aufgeladen. Hui. Tada. So wie Slalom. Verdammt, ich bin auch nicht im Skispielen gut im Slalom. Hui. Zack, durch den Sand durch. Sand in den Unterhosen, sehr gut. Also wer nicht zu schade ist für die... Wer sich nicht so schade ist, 13 Euro auszugeben, der kann von mir jetzt schon die Empfehlung fürs Spiel haben, weil es einfach so geil ist. Also wenn es nicht wirklich noch sauschlecht wird. Ich kann sogar in solchen Sequenzen steuern. Da gehen wir drauf. Okay. Sehr gut. Ah, da war wieder so ein Teil drin. Toll. Da ist wieder. Finde ich einfach nur schön. Ha. Ja, die sagen mir das schon, dass ich die ihren Freund befreien soll. Und komm heraus, kleine Laus. Das schaut sehr aus, als müsste ich dorthin. Tada! Bleib stehen doch! Warum? Siehst du, weißt nicht, siehst du, wo sie hingehen. Ja, aber wenn ich mit denen spreche, passiert überhaupt nichts. Das schaut so aus, als... Ja, gar nichts ist da. Schade. Schau, wo sie sind. Da oben. Ja. Du musst schon schauen, wo sie sind. Ja, da ist nur eine Fahne. Sie ja, sind genau. Sie gegangen. Du musst auf diese Kumpels hören. Mhm. Auf diese... Beeilst dich nicht. Flieg ja, hin. Ich kann. Ja. Na, flieg hin. Stimmt. Du bist eh aufgeladen komplett. Hey.
Oh. Warum gehen die jetzt selber wieder in Gefangenschaft? Die gehen nicht in Gefangenschaft. Ach, die aktivieren nur was mit ihrer Energie. Mhm. Die zetteln, dass ich da jetzt durchkomme, durch den Torbogen wahrscheinlich, dass sie mich da hochtragen. Das finde ich toll. Oder ihr könnt jetzt probieren, da oben rechts auf dieses Ding zu kommen, um meinen Schal verlängern zu lassen. Ich glaube, das werde ich zuerst probieren. Aber schau dir das an, diese Sonneneffekte und so und den Schatten. Ich glaube, ich muss da... Nee, ich muss da mehr schneller hintereinander drücken. Oder ich muss da hoch... Ja, ist ja wurscht. Ist ja auch egal. Ja, das ist nicht egal, da kommst du sicher rauf. Nur wie und wo, weil ich muss da rauf. Dass du hier kommst. Siehst du? Schrei. Du bist spät. Ja, es ist doch egal. Nein, das ist nicht egal. Ich weiß nicht, warum du so fuchtig bist. Ruf doch! Ach, wieder so eine Rutschpassage. Ach, ist es nicht herrlich. Komm. Sorry. Tada. Juhu. Und weiter. Ach, das ist einfach nur wunderschön. Okay, dann bist eigentlich du der Pro in solchen Skispielen. Wie wär? Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr ein Let's Play von der Ski Challenge 2013 mit meinem Vater haben wollt. Das ist nicht so gut, ich bin nicht in Übung. Ich habe heuer glaube ich nur 4 Rennen Quali gemacht. Sonst das nicht. Ist jetzt aber hammerschön. Warum schaust du nicht, wo du hinfährst? Ich kann nicht die Kamera bewegen. Achso. Das ist automatisch, dann kannst du mehr steuern auch nicht mehr. Na doch, ich kann, ob ich weh, weiter hin oder weg. Aber das ist so schön. Das glaube ich nicht, dass die Kamera nicht steuern kannst. Das kann mir ja nicht vorstellen, das ist ja blöd. Und? Runter mit dir. Es wird weiter gesurft in dieser wunderschönen goldbronzenen Umgebung. Jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Das Spiel ist Ästhetik pur. Verstehst du es auch? Versteht ihr es auch? Es ist so wunderschön. Also, dass ein Spiel so schön sein kann und so einen tiefen Abgrund haben kann, habe ich nicht gedacht. Ups. Holla da! Okay, es scheint wieder ein Level zu Ende gegangen zu sein. Zu Ende gegangen zu sein ist auch super deutsch. Aber ich hätte mir trotzdem den Schal geholt. Du gibst so schnell auf. Tada! Und es wird wieder Zeit für eine kleine Geschichtsstunde bei unserem großen Freund. Der wird immer größer. Ja, ich glaube ich auch. Und diesmal hat er auch sehr betrübt ausgesehen. Deswegen, weil diese Dinger verschwinden. Und mit ihnen die Energie. Vielleicht, weil du nicht alles gemacht hast. Nein, das ist es. Und Bänder zerreißen. Vollheit. Wahrscheinlich Freundschaftsbänder zwischen den Kreaturen. Und es wird alles trübe und düster. Ja, was ist das?
Und das ist jetzt so wie in Matrix, die Welt der Maschinen. Doch, das hat so ausgeschaut. Ja. Warum hat es doch? Tor auf. Lass mich durch. Ich glaube, dass du etwas aktivieren hast müssen. Und vor lauter Faulheit hast du es nicht gemacht. Wie gesagt, das glaube ich nicht. Schauen wir mal. Das glaube ich wirklich nicht. Aber vielleicht kommt jetzt nur eine finstere Welt, wo du Licht reinbringst. Ah, so meinst du. Okay, das wäre durchaus denkbar. Aber ob der Schal, den du dich geholt hast, nicht durchfehlt wird? Ach Gott. Ja, tut man auch nicht. So was schaltet man aus. Ja, wenn ihr wissen wollt, worüber wir uns unterhalten, über... Bildschirmschoner. Genau. Aber es ist, obwohl es so trübe und finster ist, ist es immer noch sehr schön. Und es ist immer noch Sand, also... Aber deine Freunde sind weg. Ja. Wahrscheinlich wollen die hier Warte, unten nicht vielleicht sein. Vielleicht ruf mal. Du gehst überall vorbei, ohne dass du was ausprobierst. Nee, hier geht nichts. Ist da oben vielleicht was? Nee, hier ist nur so ein zerstörter Torbogen. Ja, und überall von oben rieseln so Sand. Ja, aber du, da vorne. Da vorne. Da vorne ist wieder so ein Sandfischlein. Hallo! Sandfischlein. Ich nenne die halt Sandfischlein. Warum? Lass sie mich Sandfischlein nennen. Wo bist du hin? Ja. Nein, er geht weiter wahrscheinlich. Ja. Da ist er. Ne, das sind das Zettel. Da ist was. Ne. Da ist nichts. Es war nur Licht. Bist wieder zurück. Ui, nein, das ist vorwärts. Da drin sind auch welche. Das musst du vielleicht aktivieren. Hast du gesehen, so ist Licht angegangen. Geh rein und ruf. Aha. Ruf! Die laufen weg von mir. Warum laufen die weg? Ah, da ist was drin. Okay. Da komme ich wohl nur so hin. Tada! Holla! Die führen dich jetzt, glaube ich. Glaube ich auch. Ja, nach? Ja, ich tue ich schon so schnell. Schaut gut aus. Hallo, auf was wartest du? Ja, ich kann gerade nichts machen. Ah, da ist wieder was, oder? Nee, ich lass mich immer von dem Licht täuschen. Das sind die ganzen Schals, hallo? Schnallst du das nicht? Ah, okay. Oh Gott. Okay. Aber bei denen passiert nichts, wenn ich die so an... Ja, du musst halt mehr... Achso, ich sammle immer mehr Dinge um mich, bis sie mich einmal dann nach drüben tragen können. Genau, wie jetzt. Dann habe ich es eh schon geschafft. Das schaut jetzt so aus. Jetzt kannst du fliegen. Das schaut jetzt so aus wie hier wie ein Meer. Rufen. Du rufst nicht. Ich kann da hochschweben an denen. Ja sicher, weil die Energie, weil du musst rufen auch hin und wieder. Na, sich da alles tut. Da war noch eine Blume, warum hast du die nicht zu Leben erweckt? Nein, da ist eine Blume. Hinten war eine zweite, gleich daneben. Halt, nein, 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 nicht abstürzen, nicht abstürzen. Doch, da habe ich gerade eine gesehen. Da, hier. Ja. Ah, hier ist wieder so ein... Ja, schön.
Noch eine Blume musst du erwecken. Steht wo? Ach. Ich spiele das ja auch blind. Aber irgendwie scheint es für mich in diesem Spiel keinen Sinn zu machen, wenn man irgendwas hat, wenn man was man machen muss und vergessen kann. Das ist ja in den wenigsten Spielen. Warum hast du jetzt nicht gerufen bei den Dingen? Das verstehe ich nicht. Das ist ganz klar, dass du die anrufen musst. Ich habe aber nicht hier da herinnen, da ist ja nichts. Ja, hier ist Sendempfang. Kein Sendempfang. Kann ich nicht anrufen. Na jetzt. Ja. Warum tust du das jetzt die ganze Zeit? Du machst mich nervös. Keine Ahnung. Das brauchst du nicht. Da musst du was tun. Da machst du nichts, wo eindeutig irgendwas ist. Hier geht aber nichts. Ja, dann musst du weitersuchen. Okay. Du schaust nicht links, du schaust nicht rechts. Okay, es schaut aus wie diese Riesenraupen aus Dark Souls. Das ist dein Problem. Ich glaube, du wirst einmal ein halbes Jahr keine Dark Souls mehr spielen. Warum gehst du nicht hin und probierst, was zu tun? Ich verstehe es nicht. Weil ich glaube, dass das nur Deko ist. Also bis jetzt hat alles, was relevant war, irgendwie geleuchtet oder so. Nee, passiert überhaupt nicht. Ja, aber trotzdem, ich meine, tja, da ist er. Da ist was. Ja, da ist er. Ach du Kacke! Alter, das ist auf einmal aus dem Boden gesprungen. Soll ich mich da nicht erschrecken? Nein, weil das ist ein Videospiel. Das ist aber der Sinn von Horrorspielen zum Beispiel, das muss ich trotzdem erschrecken. Ja, du musst da irgendwas tun. Du hast bis jetzt nichts getan in den Level. Ich weiß nicht was, aber irgendwas machst du falsch. Nein, ich glaube, da muss man einfach nur weiter. Du bist ein Vollsack. Nein, ich glaube, ich könnte damit schon ganz richtig liegen. Da ist wieder so ein Teil. Das schaut so aus, als würde man ihm etwas tun müssen. Hallo? Es passiert nichts. Ich glaube, das ist einiges. Okay. Aber bevor wir weitermachen. Aber was ich nicht verstehe, warum du jetzt keine Hilfe mehr hast, so wie bei den anderen. Ja, vielleicht, weil es hier so dunkel ist. Nein, ich glaube, dass du deine Berufung nicht erfüllt hast. Deswegen war es auch traurig, weil du einfach durchmarschiert bist, ohne Rücksicht auf Verluste. Nur aufs eigene Aussehen. Nein, ich glaube, das ist nicht richtig. Okay. Aber bis wir das klären, vergeht noch eine Folge. Und bis dahin, tschüss. Ciao.